Hallo liebe Videofreunde, heute ist der erstmal so. Hallo liebe Videofreunde, heute ist der große Tag. Wir holen heute unseren Malibu in Pirna ab, nachdem wir eine Odyssee hinter uns haben, die wir euch später berichten werden. Es war ein Krimi. Ja, Bis heute Nacht. Michael hat keine Stimme. Wir haben so viel telefoniert. Also es war ein Krimi. Wir sind jetzt einfach froh, dass wir losfahren können. Und nachher steht der Malibu genau auf diesem Platz. Hoffentlich. Wenn er hinpasst, ja. Also jetzt geht's los und wir berichten euch später von allem. Genau, weil jetzt müssen wir auch los. Ciao. Allzeit gute Fahrt, wenig Unfälle, gar keine Unfälle und wenig Mängel, so wollte ich sagen. Ja. Prösterchen. Der ist aber nicht richtig kalt. Da kann ich nichts dafür. Lacht ihr nur über uns. Wir sehen total fertig aus. Wie das blühende Leben. Wie das blühende Leben. Ja. Oh Leute, wir haben was hinter uns die Woche, das kann ich euch sagen, wa? Also es war ein Mörderkrimi. Jetzt sitzen wir aber erstmal hier und genießen unseren Sekt und haben auch schon ein bisschen eingeräumt. Morgen geht's weiter und morgen Nachmittag werden wir dann mal fürs Wochenende so eine kleine Tour machen, um mal zu testen. Ja. Und es war sehr anstrengend, die letzten beiden Tage. Richtig dolle anstrengend. Wir haben am Montag erstmal früh in Pirna angerufen. Und da sagte man uns, dass da noch gar kein Malibu da ist. Nee. Da waren wir das erste Mal geschockt. Ja. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Also der ist letzte Woche am Freitag rausgegangen.
Und ja, und war am Montag noch nicht da. Gut, kann ja sein, übers Wochenende, ne? Aber wir hatten dann echt irgendwie, wir haben schon irgendwie die Panik geschoben, ne? Also ich meine, der hat ja 14 Tage in Auendorf gestanden. Ja. Also es war dann auch auf dem letzten Pfiff irgendwie, haben sie wahrscheinlich nicht eher weggekriegt. Naja, jedenfalls, er war nicht da. Das zweite Problem war, die Kfz-Zulassungspapiere waren auch nicht da. Das heißt, oder das hieß, am Montag fiel schon mal flach. Nee, die waren auf der Zulassung, die Papiere. Ja, die waren aber nicht auf der Servicestelle, wo wir sie abgegeben hätten, wo wir sie abholen hätten können. Nee. Also, wir konnten nicht fahren am Montag. Wäre sowieso nicht gegangen. Also hat ja beides nicht funktioniert. Ja. Das Auto nicht da und die Papiere nicht da. Ja. So, also gut. Das Ganze auf Dienstag verschoben. Das war schon nicht geplant eigentlich, weil es schon am Limit war Montag. Gestern früh, also Dienstag. Na ja, Montagabend haben sie aber angerufen, dass das Auto da ist. Ja. Und gestern, Dienstag, haben wir dann sehnsüchtig, also früh auf den Anruf gewartet von der Servicestelle. Ja. Und es kam kein Anruf, da habe ich schon gedacht, das ist nicht gut. Und so war es auch. Ja, ich habe dann angerufen und dann hieß es, ja, wir sind noch in Bearbeitung. Ich glaube, du musst ein bisschen lauter sprechen, auch wenn es dir schwerfällt. Ja, das Michael geht. Ist heiser. Ja. Klimageschädigt. Klimaanlage geschädigt. Klimaanlagen geschädigt, ja. Klimageschädigt. Ich vertrage das nicht mit den Klimaanlagen. Na jedenfalls, haben die dann mittags angerufen, dass es doch fertig ist, die Papiere. Ich konnte die dann abholen. Ja, also früher hieß es erst nee. Und dann haben sie angerufen, dass ein Problem wohl mit der IBAN gab. Also das war aber das Problem von der Kfz-Zulassung, die ein bisschen einen Zahlendreher drin gehabt haben. Weil du hattest es ja, ihr habt es ja verglichen. Haben es mal verglichen. Und dann war es richtig. So, und dann Nachmittag kam dann, Gott sei Dank, ich spreche jetzt mal lieber für dich, weil du musst deine Stimme ein bisschen schonen. Hm. Und dann kam Nachmittag ein Anruf und dann hieß es, so, also die Papiere sind jetzt da. Ja. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Nee. Sie können sie abholen. Da ist Michael natürlich sofort hingesaust und hat sie abgeholt. Und weil wir mussten den Termin gestern beim Autohaus Kult dann schon absagen. Und dann haben sie uns heute noch reingeschoben, Nachmittag. Um 2:30 haben wir noch einen Termin gekriegt zur Übergabe. Das war nämlich auch nicht so einfach, weil was bei denen abgeht und was bei denen los ist, also die tun mir auch ein bisschen leid. Ja. Da möchte ich übrigens gerade mal so ein bisschen eine Lanze brechen. Also fürs Autohaus Kult, also wir persönlich können überhaupt nichts Negatives sagen, weil ja viele nicht zufrieden wohl waren. Also wir haben ja gesehen, was da los ist und der gute Mann, wie heißt das, Sloboda, ne? Sloboda, aber ich hab vergessen. Also der schuftet. Ja, klar. Und wie oft dann das Telefon klingelt und er ist in der Übergabe, muss die Papiere machen. Die nächsten Leute stehen schon da und warten. Also, das ist auch nicht so einfach, wirklich. Also, wir können jetzt noch nichts sagen. Also, wir haben keine negativen Erfahrungen gemacht. Er war sehr freundlich gewesen und hat uns alles schön in Ruhe erklärt heute. Und ja, also. Ich weiß nicht, wir können bis jetzt noch nichts Negatives sagen und ich hoffe, es bleibt auch so. Wir sind gut mit ihm zurechtgekommen, ne? Ja. Und da war das. Wir mussten gerade mal unterbrechen. Eine Wespe hier drinne. Ja. So haben wir das Auto nicht bestellt mit Wespen. Nee. Oh. Naja, also wo waren wir denn jetzt eigentlich stehen geblieben? Also, dass gestern Abend dann die nächste Hiobsbotschaft kam, so war es gewesen, ne? Also, ich übernehme mal heute nochmal den Part, weil Michael kriegt fast überhaupt keinen Ton mehr jetzt raus. Also, Michael guckt gestern auf die Papiere und das erste war schon mal, was hast du gesagt, dass der TÜV nur 2 Jahre eingetragen war? Und da hat er sich richtig schon gewundert, weil normal ja 3. Richtig. Und da hat er gesagt, okay, ist egal. Lassen wir erstmal so, können wir alles ändern. Ja.
Und das ist dir aufgefallen schon auf der Zulassungsstelle, so war es gewesen. Ne? Bei der Servicestelle. Ja, bei der Servicestelle ist das Michael schon aufgefallen, aber er hat gesagt, jetzt erstmal die Papiere, Auto holen und gut ist und dann um das andere kümmern wir uns dann noch. Ne? Und gestern Abend sitzen wir bei uns im Wintergarten und dann sagt er, dass wir haben das nächste Problem. Und ich sage, wie, wir haben das nächste Problem? Ja, ich kann das Auto nicht versichern. Wieso? Ja, und da muss man wohl irgendwie bei der Versicherung einen Schlüssel eintragen oder irgendwas, ne? Nein, du musst reinschreiben, Wohnmobil. Da steht in dem Antrag Art des Fahrzeuges. Und dann musst du reinschreiben, Wohnmobil. Und dann steht dabei, Ziffer 5 im Brief. Das ist die Bezeichnung von dem Auto. Dann habe ich geguckt und da stand bei uns Mehrzweckfahrzeug. Ja, ich dachte, scheiß drauf, ist halt Mehrzweckfahrzeug. Kannst du aber nicht eingehen. Dann stand da unten drunter, die Versicherung versichert nur Wohnmobil, nichts anderes. Also, das war's. In den Papieren steht, das ist kein Wohnmobil, obwohl das eins ist. Und die Versicherung sagt natürlich dann, naja, da steht aber Mehrzweckfahrzeug. So. Also habe ich das gestern Abend nicht mehr ausfüllen können. So, jetzt kannst du natürlich das Auto abholen, dann ist es haftpflichtversichert. Das heißt, wenn irgendwas passiert, den Schaden bei dem anderen wird bezahlt, aber dein eigenes Auto. Toll, und holst ein nagelneues Auto ab, ja, nee. Frisch und dann sowas und sagen wir, das können wir nicht machen. Nee. So, also haben wir schon wieder also unsere Fälle davon schwimmen sehen, heute das Auto zu holen. Ne? Ja. Michael hat die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ihm das alles im Kopf rumgefuhrwerkt ist. Ne? Ja. Wie kann man das lösen? Und dann hat er auf den Anruf, wollte er heute früh anrufen, ne? Auf der Versicherungsstelle. Dann hat er noch heute Nacht aber eine E-Mail an die Kfz-Zulassung geschrieben und hat denen das mitgeteilt, dass da ein Fehler unterlaufen ist. Zwei. Einmal mit dem TÜV. Mit der Eintragung, ja, und mit dem TÜV. Hat sich das jetzt auch geändert? Ja, ja. Ah. Und heute früh kam ein Anruf um 9:30 oder so. Um 9:00, ja. Direkt, wo sie aufgemacht hat. Ja, und da hat die Dame angerufen und hat sofort einen neuen Fahrzeugschein ausgestellt. Und die rief mich an und sagte, sie hat sich das angeguckt. Also ich hätte diese E-Mail geschrieben heute Nacht um 2:30. Und sie hat sich das angeguckt, ja, stimmt, was ich sage, es ist tatsächlich so, es ist falsch eingetragen. Und wann wir denn in Urlaub fahren wollen? Und da habe ich gesagt, wir wollten jetzt fahren. Da hat sie gesagt, dann kommen Sie hierher zur Zulassung, stellen Sie sich in die Seitenstraße, rufen Sie mich an, ich komme runter, bringe Ihnen die neuen Papiere, bringen Sie das Schild mit, ich mache Ihnen auch einen neuen Stempel drauf, eine neue Plakette. Und Thema durch. So war das auch dann. Michael ist ohne Frühstück, ohne alles losgedüst in die Stadt und bloß hin, dass wir ja die Papiere haben. Ja. Sonst wäre das heute wieder nichts geworden. Und dann hätte auch das Autohaus Kult wieder ein Problem gehabt, weil die derart ausgebucht sind mit Übergaben und so, dass wir echt ein Problem gekriegt hätten. Also ich kann euch sagen, oder wir können euch sagen, die letzten zwei Tage bis heute früh eigentlich, ne? Ja. War und Nächte waren nicht lustig gewesen, ey. Echt. Und ich musste ja auch immer als die ich habe meine Bekannte, die dann, ne, auf meine Mutter aufpasst, die musste ich ja auch Tag für Tag verschieben. Also, unsere Nerven lagen gestern wirklich blank. Echt blank. Aber wie ihr seht, wir sitzen drin, zwei Tage später, als eigentlich schon das Mindestdatum, was wir genannt hatten, wo wir ihn wirklich brauchen. Also es verschiebt sich natürlich jetzt auch alles ein bisschen, aber wir haben gesagt, ey, scheißegal, Hauptsache wir haben jetzt dieses Auto, es ist hier und gut ist. Ja. Was wir bis jetzt durchgeguckt haben, ist eigentlich alles soweit in Ordnung, bis auf eine Lampe hier oben, die funktioniert nicht. Ja, kann sein, dass wir einen Fehler machen. Aber da müssen wir auch mal gucken, ob da noch irgendwie noch ein Schalter oder irgendwas ist. Und dann in der im Kühlschrank ist die Dichtung, die ist ein bisschen zerkrumpelt. Ja. Und da kriegen wir aber eine neue zugeschickt, hat er gesagt. Das haben wir gesehen. Ansonsten scheint soweit jetzt erstmal, was wir gesehen haben, alles in Ordnung zu sein, ja. Und Michael ist ja schon schön gefahren. Gut gefahren, ne? Zügig. Feine Sache mit Automatik.
Ja. Feine Sache. Also das ist schon, und wir waren auch wirklich total positiv überrascht, weil es sind so viele Extras, die wir, mit denen wir gar nicht gerechnet hatten. Ja. Also wir haben zum Beispiel so eine Matte mitbekommen für den Winter, die man außen... Naja, das war halt Winterpaket. Wir haben ja, aber das Lust. Wusste man nicht, dass das dabei ist. Und ja. Michael packt das hinten aus und er sagte, ja, das ist so eine Matte für die Frontscheibe für den Winter, die man außen drauf macht. Oh, das ist aber schön, ne? Dass wir das schon haben, gell? Und dann ist auch Fußboden drin, also... Es ist eine Isoliermatte für die Hecktüren dabei. Teppichboden hier, ne, ist ja, drin. Teppichboden ist drin, ne. Ein Navi ist drin, da wusste hatten ich wir auch nicht eigentlich, ne? Ja. Ja. Also wir sind ganz begeistert bis jetzt. Also es hat uns waren viele positive Dinge, die uns heute ja. überrascht haben, ne? Ja, also wir werden dann die nächste Zeit irgendwann in Ruhe zeigen wir euch das Auto mal, ne? In Ruhe, was wir alles so dazu genommen haben und was dann noch mit dabei war und ja, jetzt habe ich schon ein bisschen eingeräumt und muss mich erstmal neu sortieren, ja, aber ansonsten alles gut, ne? Ja, also das Auto steht erstmal hier, zugelassen ist er auch. Mann, das war ein Krimi gewesen, ey, wa? Hilfe! Nee, Leute, also gestern waren wir beide wirklich also im Eimer gewesen. Also das gestern waren wir wirklich angekratzt, ne? Da waren wir fertig. Gestern hätte ich diese Zulassung auf den Mond schießen können. Heute Morgen war ich ja noch begeistert, wo die sagte, sie kommt runter, sie bringt mir die Papiere, nur den alten Kersel mitbringen, alles gut, 10 Minuten sind wir fertig. Das war aber nett gewesen, dass sie das dann doch gemacht hat, muss man sagen. Ne? Die haben ja echt im Moment ein Problem, 4 Wochen Wartezeit für eine Kfz-Zulassung. Ne? Das ist Wahnsinn, kriegst du nicht vorher. Und also wir haben Glück gehabt, es ist jetzt innerhalb von einer Woche haben wir sie gekriegt. Jetzt. Ja, über den Service. Über die Servicestelle, ja. Leute, nee, also das war, Mann, ey. Also, nochmal, wir sitzen in unserem Malibu, gönnen uns jetzt noch ein Gläschen Sekt und fahren ein bisschen runter, damit wir wieder morgen hochfahren können. Und morgen fahren wir mal für 3 Tage weg. Die nächsten Tage spricht dann mehr meine Frau. Mal zur wie Arbeit immer. Ist ja nichts Neues. Prösterchen und lieben Dank für eure ganzen ja, guten Glückwünsche schon. Und ach. Hat uns sehr gefreut. Wirklich. Jetzt kann es wieder losgehen. Jetzt steht wieder endlich ein Wohnmobil vor der Tür. Gott sei Dank. Ja. Oh, ich freue mich. Nicht? Nicht. Ja. Schön. Ja. Prost nochmal, ihr Lieben. Cheers. Ja, also dann bis morgen. Also wann immer ihr das Video seht. Wir hören jetzt mal auf. Wir machen uns jetzt noch ein bisschen bequem hier. Aus. Und dann ist Feierabend. Ja. Reicht für heute. Also, macht's gut. Ja. Bis dann, ne? Tschüssi. Ciao.